Ich mach mal kurz bei mir das Rollo runter und Licht an, dann seht ihr mich, glaube ich, besser. Ich bin sofort wieder da. So. Bin ich wieder. Licht kommt jetzt halt ein bisschen so von oben, aber müssen wir durch. Da glänzt meine Schönen guten Stirn so Abend, schön. Sir. Oh, wir sind wieder. Jeremy, Shelby. Es regnet. Ich drehe sogar den Kopf weg. Ich laufe aber weiter, okay? Sehe halt jetzt nicht, was ich. Kunden sind rum. Wollte ja nach Hinweisen eigentlich gucken. Stuff only steht doch dran. Das erinnert mich gerade ein bisschen an das eine Spiel, was mal ein anderer Streamer gestreamt hat. Wo irgendwie so einen Laden schmeißen muss. Da ist der auch immer so durch die Regal reingegangen. Kann ich Ihnen helfen? Das hoffe ich. Ich bin Scott Shelby, Privatdetektiv. Ich ermittle im Fall des Origami-Killers. Ich hätte ein paar Fragen. Mein Sohn ist tot, Mr. Shelby. Mehr habe ich nicht zu sagen. Ah, noch so lang. Der Killer hat noch ein Opfer entführt. Einen 10-Jährigen. Wie Ihren Reza. Hören Sie, ich habe genau 4 Tage, bevor wir seine Leiche irgendwo finden werden. Niemand tat dachte, das etwas. Ist 2 Jahre später. Für meinen Die haben auch Sohn. da den 10. Geburtstag gefeiert. Also. Damals. Würden Sie als Jason noch gelebt. Jetzt bitte gehen. Ich habe auch jemanden verloren. Ich weiß, was ich Dann fühle. Verstehen Sie auch, dass ich darüber nicht reden möchte. Hey, Chance vertan. Haben Sie Inhalatoren? Meiner ist alle. Dann war ich wenigstens nicht ganz umsonst hier. Ja, ganz hinten, rechts. Danke. Ich glaube, er will jetzt in den Stuff-Bereich rein sogar. Na, Steuerung. Guten Abend. Suchen Sie nach etwas Bestimmtem? Raubüberfall. Gib mir die Kohle aus der Kasse. Keine scheiß Spielchen. Also dieser, der Dicke hier, der ist Mach immer die Kasse am auf, richtigen Arschloch. Ort. Hol das Geld raus. Erst schon als Troy Ärger gemacht hat. Scheiße, bist du taub? Mach jetzt die scheiß Kasse auf, Mann. Nein, Sir. Sie haben nicht das Recht, mein Geld zu stehlen. Ich habe hart dafür gearbeitet. Sie kriegen es nicht. Was hast du gesagt? Nicht umdrehen. Kapierst du es nicht? Nicht umdrehen. Hast du sie nicht alle? Ich jag dir eine Scheißkugel zwischen deinem. Hey, sie! Ich hab den Controller gewackelt. Kommen Sie her! Hände hoch! Jetzt kommt wieder Quicktime-Event. Bin vorbereitet. Hände hoch! Keine Bewegung, oder ich schieße! Ist jetzt Hände hoch oder nicht? Keine Panik, ganz ruhig. Niemand will sie verletzen. Wir bleiben alle ganz ruhig und alles wird gut. Ja, ich bin cool. Alles wird bestimmt wieder gut. Hey, das ist es nicht. Dass ich jetzt hier was Falsches drücke. Weg mit der Waffe und gehen Sie. Quatschen Sie mich nicht voll! Kümmern Sie sich um Ihren Scheiß! Sie wollen doch keinen erschießen, oder? Wir werden ganz bestimmt eine Lösung für das hier finden. Ich bin Scott. Und Sie?
Wie heißen Sie? Andrew. Ich heiße Andrew. Haben Sie jemanden, der Ihnen wichtig ist? Eine Freundin? Familie? Ja, ein kleines Mädchen. Ein kleines Mädchen. Sie heißt Jessica. Was würde Jessica jetzt von Ihnen denken? Fragen Sie sich, was wird aus ihr, wenn es schief geht? Sie haben noch nichts Schlimmes getan. Wenn Sie die Waffe wegnehmen, vergessen wir, was passiert ist. Und das war's dann. Sie gehen einfach. Nichts Schlimmes? Oh, Scheiße, Mann! Was glauben Sie, was ich hier mache? Nicht schlecht. Fast hätte ich die Scheiße geglaubt. Und jetzt? Kein Quicktime-Event jetzt. Das geht doch in die Hose. Bam! Okay. Er hat gesessen. Tausend Dank, Sir. Ich weiß nicht, was ohne Sie hier passiert wäre. Na, dann war ich nicht umsonst hier. Schönen Tag. Als mein Junge, Reza, verschwand, bekam ich einen Brief mit einem Schließfachschein. Im Schließfach fand ich diesen Karton. Ich weiß nicht, was es bedeutet, aber es ist wahrscheinlich eine Nachricht von dem Mann, der mir meinen Sohn genommen hat. Darf ich? Bitte, nehmen Sie den Karton. Vielleicht nützt er Ihnen etwas. Mir hat er nicht geholfen, Reza zu retten. Aber vielleicht hilft er Ihnen, den kleinen Jungen zu finden. Mr. Shelby? Ich glaubte schon langsam, dass man nichts Gutes an diesem Ort finden könne. Aber ich habe mich geirrt. Und der liegt da einfach jetzt da mit der Waffe neben seiner Hand. Ich will vielleicht die Waffe mal wegnehmen oder so. Ja, den Karton hat er eigentlich, der darf bestimmt immer einstecken. Sind wir jetzt Grace? Ein ganz neues, glaube ich. Passt perfekt in die Hosentasche, ja. Vor allem so ein Riesenkarton und dann so ein kleines Origami-Eidechse oder was das war. Der kommt zurück, Typ. Wer bist denn du? Warum spielen wir mit dir? Das ist ja mal ein krasser Waschbär, ein krasses Waschbär. Das gefällt mir.
Die Tabletten sind einfach lose in der Kiste. Bei mir auch immer so. Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Geduscht. Oh, jetzt ist sie dran. Ich darf das spielen. Es ist ab 16. Beende mal diese Duschszene ganz schnell. Auch seht, was ich hier mache und damit ich das nicht unterm Tisch mache. Ja, halt noch mehr drauf. Ah. Typ. Wir fangen mal unten an mit Anziehen. Jetzt sind zumindest die Herrschaften in diesem Stream auch noch mal auf ihre Kosten gekommen. Nackten Mann hatten wir ja am Anfang. Hat die jetzt die gleichen Sachen angezogen, die sie gerade anhatte, dann hat das Duschen ja richtig was gebracht. Also wir hätten vielleicht auch zuerst auf Toilette gehen sollen. Ja. Game over. Reicht. Alles Wichtige gesehen. Guck mal, die hatte trotzdem einen an. Okay, jetzt müssen wir noch mal Hände waschen. So, wir müssen bitte noch mal Hände waschen. Wo? Nein, wir müssen nicht Hände waschen. Ich weiß, dass ich das erst auch gesagt habe, aber irgendwie... Ah, okay, wir machen das Licht wenigstens aus. Ich sehe die Toilette immer erst hinterher. Controller vibriert. Warum hat er jetzt gerade vibriert? Ist ein Pipi-Fleck. Die hat, vor allem hat die nicht die Hände gewaschen. Was ist das für eine Sau? Ethan hat wenigstens die Hände gewaschen. Wer sind wir eigentlich? Verdammte Schlaflosigkeit. Ich bin hundemüde, kann aber einfach nicht schlafen. Wenn ich mich mit etwas beschäftige, schlafe ich vielleicht ein. Was heißt das Getränk? Ich brauche etwas Heißes zu trinken. Die haben so übelst coole Wohnungen, muss ich jetzt ja mal sagen. Ich bin ein bisschen neidisch. Redwood hält sich zurück. Alles klar, Troller, schönen Abend noch. Vielleicht sehen wir uns dann morgen bei Susi im Stream. Da ist jemand. Hier ist jemand. Hier ist jemand in der Wohnung. Das Telefon auf dem Tisch. Ich könnte Hilfe rufen. Die Tür. Der einzige Weg nach draußen. Wenn ich sie erreiche, habe ich noch eine Chance. Äh.
Ja, klar. Na halt gegen die Tür. Big Time Events, los! Das ist bestimmt Troy. Ah nee, verdammt, ich muss ja nur den Stick bewegen. Was war das gerade für ein Cut? Wo kam der plötzlich her? Hä? Wieso ist denn der plötzlich dann hinter ihr? Oh, falsche Seite. Hä? Wie soll das gehen? Ah, das sind zwei? Nein. Ich hab gesagt, die haben alle so schöne Wohnungen, ja, dann machen sie die Wohnung kaputt. Ja, genau, rein da. Was wollen die von dir? Controller vibriert. Ist jetzt noch ein Dritter. Wenn die gewusst hätten, dass sie die Finger nicht gewaschen hat nach dem Toilettengang. Oh, diese Quicktime-Events mit schüttel den Controller so und schüttel ihn so und. Oh. Es ist nur geträumt. Also, das Spiel verwirrt mich immer noch irgendwie, trotzdem. Alles nur geträumt. Das heißt ja eigentlich, ist alles nur geklaut. Geil. Als die Eltern vom Kirchgang nach Hause kamen, waren alle Kinder verschwunden. Sie suchten und riefen sie. Sie weinten und flehten. Doch alles war vergeblich. Die Kinder wurden nie wieder gesehen. Das klingt so wie, was steht, wie das, als die Eltern vom Kirchgang nach Hause kamen, waren alle Kinder verschwunden. Das klingt ja fast wie, die Eltern waren beim Kirchgang, weil sie ihr Kind beerdigt haben und sind dann nach Hause gekommen und dann waren die Kinder weg. Sean jetzt. Kommst jetzt auf die Idee, mal reinzugucken, ob es da noch was anderes in dem... Ich wette, der... Ich muss hier weg und rausfinden, was dieser Schein bedeuten soll.
Also, hallo, Steuerung. Ja, ich bin auch noch so ein bisschen... Alle Zusammenhänge kriege ich irgendwie noch nicht hier. Auch was das immer mit den Blackouts ist. Und mit ihr jetzt gerade auch, dass sie das irgendwie auch so geträumt hat. Ich wüsste gerne, was er für ein Auto fährt. Wir haben noch mit Norman erst herausgefunden, dass der Täter ein Chevrolet fährt. Was sind das hier? Paparazzis? Was ist denn das für ein Mist, ey? Warten die alle drauf, dass der aus dem Haus kommt? Der hat ja nichts gemacht. Hoffe ich. Durch die Menge schaffen. Ich kann kein Gedränge ertragen. Es geht einfach nicht. Dann lauf ein bisschen schneller. So schneller durch. Ich schaffe das nicht. Zu viele Menschen. Was mache ich hier eigentlich? R1, nicht R2. Was? Oh, dieses Spiel macht mich kaputt. Ich hätte doch wählen sollen, dass ich mich nicht mit diesem Controller auskenne. Dann hätte ich vielleicht dieses Schüttelzeug nicht. Jason! John! Brille. Dad! Dad! Jason? Dad, wo bist du? Jason! Jason! Dad! Ja, klar. Jason! Ja. Hallo? Wo ist er jetzt? Dad! Was ist denn jetzt? Ja. Jason! Dem roten Luftballon, das ist ein bisschen wie Pennywise, ne? Jason, Mann, ey. So was nicht da war. Sind hier gerade voller Massenmörder? Jason! Also. Ja, das hoffe ich auch, Sina. Er war wieder irgendwie in seiner Gedankenwelt und das ist so. Okay, wir beginnen mit unserem Schein.
Reihe 18, Fach Nummer 3. Nummer 3. Kannst du mal bitte hier um. Das ist die 19. Die 18. Hier ist die 18. Hat der Code mit auf der Karte oder woher weiß der den jetzt? Ich wusste es, da ist so eine Kiste, wie dieser Ladenbesitzer gerade hatte. Und da wird eine Origami-Figur drin sein. Aber dann ist es zumindest der Beweis, dass Sean tatsächlich dem Origami-Killer in die Arme gelaufen ist. Das sieht aus wie dieses Hotel bei Detroit, wo du unterkommst zwischenzeitlich mit Kara, die auf der Flucht ist. Okay. Ja, die App ist manchmal echt schwierig. Eine Trophäe erhalten. Es regnet natürlich. Wie sollte es anders noch eine Trophäe erhalten? Gähnende Leere. Berichten zufolge verschwand gestern im Laufe des Abends ein Junge aus dem Bezirk Stanton. Er wurde zuletzt mit seinem Vater im Park gesehen. Genaueres ist nicht bekannt. Im Zusammenhang mit dem Fall Jeremy Bowles liegt der Verdacht nahe, dass der Origami-Killer erneut zugeschlagen hat. In diesem Fall stiege die Opferzahl auf 9. Ist Typ der das bei Discord da irgendwas gepostet hat? Ich sehe bloß eine Benachrichtigung von Discord. Sind sie bereit, Mut zu zeigen, um ihren Sohn zu retten? Schloss Werkstatt im Parkplatz. Sean! Wo bist du? Mir ist so kalt! Dad! Dad! Wie weit würden sie gehen, um jemanden zu retten, den sie lieben?
Das ist eine böse Frage. Fünf Origami-Figuren. Jede Figur ist eine Prüfung. Jede Prüfung liefert Buchstaben. Die Buchstaben offenbaren eine Adresse. Das ist ja ein bisschen wie Geocaching. Boah, das geht nicht gut. Sollte hier nicht auf eigene Faust irgendwas machen. Stecken die Kiste natürlich. Vor allem hätte sich die anderen Figuren doch auch schon mal aufhalten können. Jetzt müssen wir zu dem Autohaus, oder was war das?